Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich mir mal besonders zu diesem Tag den ES6 Black rausgesucht. Das ist der ES6, den es jetzt mit dem schwarzen Skin gibt. Und das Freeplay will ich zum einen kommentieren und zum anderen vielleicht auch mal meine Meinung zum Thema Skins bzw. Färbungen sagen. Ja, fangen wir mal einfach an mit dem Ursprungsskin, dass es ja schwarze Panzer gab oder gibt. In dem Fall jetzt den T-34 aktuell und den ES6. Es wird aber auch noch den Mutz wahrscheinlich in Bälde geben und vielleicht noch den einen oder anderen Panzer. Aber hier in dem Fall handelt es sich ja um den ES6. Fand ich zu Beginn sehr geil, weil ich finde, so schwarze Panzer, die schauen sehr cool aus. Hat zum Black Friday oder zur Black Week auch gut gepasst und dementsprechend muss ich sagen, fand ich cool. Was ich uncool fand, wo Wargaming gesagt hat, yo, also die Panzer sind teilweise nur in unverschämten Paketen zu erstehen und zu teuren Preisen. Das fand ich dann nicht so lässig und muss ich auch sagen, ja, habe ich auch angebracht. Dass aber dann Wargaming eingelenkt hat und die Panzer jetzt zu vernünftigen Preisen anbietet und für Besitzer, die den Panzer schon haben, zur Hälfte sogar verkauft, das finde ich Chapeau, Hut ab, dass Wargaming mittlerweile an einem Punkt ist, wo sie einlenken und wo sie wirklich auch sagen, okay, wir haben dieses Feedback bekommen und wir verstehen das und wir reagieren auch darauf. Und für die Leute, die das schon gekauft haben, die bekommen sogar 6.000 Gold gutgeschrieben. Sowas finde ich klasse und muss ich auch gestehen, wenn man jetzt Wargaming von vor einem Jahr mit Wargaming von heute vergleicht, muss man ganz klar feststellen, Wargaming ist heute definitiv kundenorientierter, als sie es mal waren. Und das finde ich wirklich, wirklich gut. Oh, jetzt hat er hier sogar seinen Verbündeten auf die Kanone geschossen. Ja, kriegen hier schon richtig dick Futter. Aber deswegen will ich doch nicht ganz das Thema hier beenden, sondern das nochmal wirklich lobend anerkennen, dass sie das so machen. Und zum Zweiten, zum Thema Skins selber. Weil ja dann immer Leute schreiben, ja, wie kann man nur Skins kaufen? Da muss man ja verblödet sein und bla bla bla. Nee, muss man nicht. League of Legends macht es auch nicht anders. Bei League of Legends könnt ihr euch auch einen Skin zu einem Panzer kaufen. Da habe ich dann auch das Argument gehört, ja, aber da kauft man dann den Skin zu dem Charakter und da kann man den dann auswählen. Ja und, ob ich jetzt den Panzer A oder B auswähle oder den Skin A oder B, ist auch total wurscht. Und dafür muss ich aber in dem Fall, habe ich sogar eine Möglichkeit, noch zwei Crews zum Beispiel zu schulen oder was auch immer auf dem Panzer oder keine Ahnung. Man ist ja alles Pillepalle. Am Ende des Tages ist es das Geld von jeder einzelnen Person und dementsprechend finde ich es auch immer müßig zu argumentieren, warum zahlt einer Geld für irgendwas und der andere nicht. Aber dass sowas heutzutage wirklich gang und gäbe ist, ist kein Geheimnis. Bei Armored Warfare, muss ich sagen, haben sie es übertrieben mit den Skins. Und ich finde gut, dass Wargaming das noch nicht so gemacht hat, so extrem. Der ES6, der T-34 und so und Co., muss man ja schon sagen, sind ja die erstmaligen Panzer, wo wirklich bestehende Panzer eingefärbt werden und ansonsten waren es wirklich immer reine Neuerschaffungen. Und solange Wargaming das jetzt nicht exzessiv betreibt, sondern wirklich so ein paar Panzer nimmt und das dann an diesen praktiziert, finde ich das vollkommen okay und ich muss sagen, jeder ist seines Glückes eigener Schmied und auch bei dem Thema Finanzen, gerade der Deutsche, der über sein Gehalt nie spricht, der will aber anderen Leuten da plötzlich reinreden, wenn er sein Geld für irgendwas ausgibt, finde ich nicht richtig und dementsprechend, ich finde es cool, mir gefallen die schwarzen Panzer und ich werde mir wahrscheinlich irgendeinen davon kaufen, wahrscheinlich am ersten den Mutz, wenn es ihn geben wird und dementsprechend sollte es jeder selber machen. So, genug zu dem Thema, das wollte ich einfach nochmal anmerken, weil wie gesagt, ich fand es sehr erwähnenswert, dass Wargaming aktuell einfach kundenorientierter ist, als es in der Vergangenheit mal war. Nichtsdestotrotz liegt er mit dem ES6 hier allerdings aktuell noch hinten oder lag hinten. Jetzt liegen sie wieder hinten mit 6:7. Davor waren es immer ja, 5:6, 4:6 und sonstiges. Aber jetzt kommt er hier gut in Tritt. So, auch wenn ihn hier der Kill genommen wird, aber er hat schon 3, leider ist sein Mate im ES6 schon rausgeschossen worden. Ansonsten hat der ES6 Black genau die gleichen Vorteile, die der normale ES6 auch schon immer hatte. Das heißt, er hat ein verbessertes Matchmaking, auch wenn es da schon Meldungen gab, dass das nicht gab. Es gab im Forum einen, der gesagt hat, es hätte keinen, aber der hat wahrscheinlich wieder mal einen klassischen Platoon mit einem anderen Arti gemacht. Nee, blöder Hit von der Arti. Nee, der ES6 hat ganz normales Matchmaking, wie der normale ES6 eben auch. Das heißt, Special Matchmaking. So. Er hat hier, muss man sagen, er kriegt von beiden Seiten ordentlich Feuer. Oh, schöner Hit auf den Bulldog.
Jetzt nicht, dass ihn die Arti gleich wieder nervt, aber er hat auf jeden Fall eine... Ich denke mal, der AMX könnte im Reload sein. Ja, sieht auch so aus. Noch kommt kein Schuss. Oh, wieder ein knapper Hit Richtung ihm von der Arti. Aber diesmal war es nicht die Gegnerarti, so wie es ausgesehen hat. Aber jetzt steht es mit 12 zu 8 mittlerweile so glasklar für sein Team. Er braucht noch einen zum Krieger. Mit diesem wirklich wunderschönen Panzer. Also ich finde dieses Schwarz. Aber ich gebe es auch zu, hat mir auch schon bei dem Bulldog, bei dem Grand Finals Bulldog unglaublich gut gefallen. Ich finde, Schwarz ist einfach eine Farbe, die steht immer. Egal ob im Real Life oder auf einem Panzer, damit macht man nie was falsch. Mich würde aber an dieser Stelle auch mal interessieren, wie findet ihr denn die Aktion von Wargaming? Findet ihr diese bemalten Skins gut? Würdet ihr sie lieber rauslassen? Wenn ja, warum würdet ihr sie rauslassen? Weil sie stören euch ja in der Regel nicht, sondern ihr müsst ja nichts dafür zahlen. Also, ich würde mir jetzt gerne mal so ein bisschen Feedback da von euch bekommen, wie eure Meinung zu diesem Thema Skins, Panzer, Preise und sonstiges. Also alles, was ihr da im Kopf habt, lasst es raus. Eine Bitte, seid sachlich, flamed nicht, sondern wenn, dann bringen sowas nur argumentativ vorgelegte Sachen. Und ihr seht ja, wenn sie argumentativ gut sind, dann reagiert Wargaming auch auf dieses Feedback und lässt es nicht ungehört. Wie gesagt, jeder Spieler, einschließlich Contributor, muss sich daran noch gewöhnen, dass Wargaming da eine ein bisschen andere Politik hat, aber sie ist definitiv so. Und auch wenn es hier gerade durchgecappt wird, was schade ist, aber trotzdem hat er hier eine sehr schöne Runde gespielt und man muss sagen, mit 142.000 Credits, den Panzers und 2.600 XP natürlich durch den Sieg, hat er hier nichts zu mäkeln und auch noch die Stahlwand. Sehr, sehr schöne Runde mit einem sehr schönen Panzer. Mir hat's gefallen, ich hoffe euch auch. Wenn ja, lasst einen Daumen da und wie gesagt, ich will eure Kommentare sehen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.